Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 von Gothic 1 Dunkle Geheimnisse. Wir sind hier oben oberhalb des neuen Lagers. Ja, hier mitten in den Bergen. In der letzten Folge waren wir. Oh je, da hinten ist das Drecksvieh. In der letzten Folge waren wir noch in der Burg des alten Lagers, haben da unten mit dem Kroll gesprochen. Der ist der Typ hier von der Entführungsquest. Der braucht eine Garderüstung oder eine Rüstung der Wachen und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie wir an die drankommen sollen. Und ich habe mich jetzt auch irgendwie kundig machen wollen, aber nichts gefunden per se, jetzt auf die Schnelle im Forum. Deswegen akzeptiere ich das jetzt erstmal so und hoffe mal, dass das Ganze jetzt uns nicht in Kapitel 1 alles wegrennt. Guck mal, wie schwach der ist. Der ist ja der Razor stärker. Was eine Enttäuschung für seine ganze Art. Jetzt fliegt hier auch so ein bisschen Krempel rum. Ein bisschen Belohnung für uns. Jetzt habe ich übrigens vergessen, aber dann, ich wollte ja das Spiel neu starten. Naja, also dann haben wir vielleicht noch eine Folge, ein bisschen sonderbare Texturen, aber nichts Schlimmes. Und ich hoffe einfach, die Entführungsquest wird noch später machbar sein. Ich sehe doch genau, dass hier ein Pfeil ist. An dem Pfeil ist doch sogar was dran. Ein Ring. Nein, ich war kurz davor. Lass mich. Es ist so sonderbar, dass man das manchmal nicht anvisieren kann. Jetzt hänge ich hier ein bisschen fest. Da muss ich tatsächlich ganz kurz von F8. Ah, ne, doch, es hat geklappt. Ohne F8 zu drücken. Hat es wohl doch klappen sollen. So, hüpfen. Ne, nicht mal anvisiert. Es ist ein bisschen sonderbar manchmal, dass man da wirklich so ein bisschen tricksen muss. Ja, jetzt hat es geklappt, den Ring haben wir. Also gut, den Pfeil können wir auch stecken lassen, also was soll's. Der Pfeil ist jetzt kein großes Ding. Ja, auf jeden Fall die Entführungsquest, die scheint auch in Kapitel 2 noch problemlos machbar zu sein. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich gehofft, dass da der Gildenbeitritt überhaupt keine Rolle spielt. Das wäre zumindest jetzt auch so mein Eindruck eigentlich gewesen, ne? Denn irgendwie braucht er ja eine Garderüstung. Wenn wir selbst Gardist sind, ist das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Da können wir dann den ganzen Krempel irgendwie dem verscherbeln. Ich sehe übrigens gerade, wir haben hier einen Ring der Unbezwingbarkeit. Magie und Feuer. Und da haben wir vier vor Waffen. Ein zweiter Ring der Unbesiegbarkeit wäre natürlich besser gewesen. Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal die Entführungsquest dann ruhen lassen, denn es hat ja scheinbar sowieso keinen Wert. Aber der Orkjäger ist richtig gut. Schmuggler, Orkjäger. Schmuggler, Orkjäger. Die ist halt schon, das ist schon besser, ne? 10 Geschick und 10 Stärke, das ist bombastisch. Wir haben ja so gute Amulette, ist Wahnsinn. So, auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt dem alten Lager beitreten, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um und töten noch ein paar Gegner. Ja, die Sache ist halt, was mich halt an der Entführungsquest so ärgert. Wir werden ja ohnehin dem alten Lager beitreten, so weit, so gut, ja. Das heißt, wir kommen so oder so an eine Garderüstung für den Groll. Aber vielleicht. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht einfach über Stone oder so geschieht oder über einen normalen Rüstungskauf. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel die Schmuggler vielleicht irgendwie eine Garderüstung haben und die müssen wir da runter reinschmuggeln und dann dem Groll geben und dann kann der einen Abgang machen. Ich habe jetzt quasi beim durchs Forum lesen nur herausgefunden, dass das Ganze in Kapitel 2, so zumindest mein Eindruck, weitestgehend ohne Probleme klappt. Und da hinten haben wir schon den ersten Bluthund. Ja, aber die Sache ist, ich ärgere das halt immer ein bisschen. Ich versuche halt immer, danke für diesen Schlag ins Gesicht. Ich versuche halt immer erstmal alles, soweit es geht, zu erledigen. Gerade weil ich ja weiß, dass die Entführungsquest und die Schmugglerlagerquest, das ist ja alles nicht ohne Probleme verbunden. Also da kann man sich's auch verbauen und das würde ich natürlich gerne vermeiden, so gut es geht. Und deswegen, ja. Wäre schön gewesen, hätte das Ganze jetzt problemlos funktioniert, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt müssen erstmal die Bluthunde leiden. Dafür, dass es nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Zumindest gerade im Moment, aber wie gesagt, das ist ja kein großes Problem. Meine größte Sorge ist, dass ich irgendwas verpasse und das euch dann nicht zeigen kann, aber das sollte trotzdem alles im Rahmen. Zumindest im Moment noch uns offen stehen.
Aber ich versuche ja so lange wie möglich gildenlos zu bleiben. Mal gucken, ob wir hier oben irgendwas haben. Nö, hier gibt es nicht mal Kräuter geschenkt. Sehr, sehr mau. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da hinten unten schon groß rumgeeiert bin. Also hier oben, wir sind jetzt per se, also meine frühere Definition war eigentlich, ab da oben ist schon Ork-Gebiet. Aber wenn wir ganz, wenn wir es ganz genau nehmen, sind wir hier noch nicht im Ork-Gebiet. Hier gibt es zwar Bluthunde und anderes Gefiech, aber im Ork-Gebiet sind wir noch nicht direkt. So, da unten gehen wir noch nicht rein. Das wird früher oder später noch kommen. Jetzt müsst hier noch weitere Bluthunde und auch noch anderes Gefiech rumrennen, weil hier müssten wir noch nicht gewesen sein. Das Problem ist, dass ich auch jetzt ein paar Flashbacks kriege von Welt der Verurteilten. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, deswegen kann ich nur schwer einordnen, wo wir schon waren und wo noch nicht. Aber oh, da hinten ist wieder so ein untoter Schattenläufer. Oh, da hinten ist ein normaler Schattenläufer. Jetzt geht's aber los. Okay, hier waren wir auf keinen Fall. Zumindest nicht in dieser Modifikation. Hier oben gibt es aber wieder einen Haufen Pilze. Das ist sehr, sehr nett. Das ist schön. Mal gut was mitnehmen. Na, da unten ist es ja eher wüst, ne, im Anfangsgebiet. Da gibt es doch gar nicht so viel. Jetzt kommt es einem manchmal so vor. Und da haben wir hier den nächsten Kamerad, der es wissen will. Guck mal her, du Drecksau. Ah, falsche Richtung, mein Lieber. Wo rennst du hin? Die sind bedeppert, hey. Der hat kein Land gesehen. Ist doch immer sonderbar, ne? Jede Höhle, oder nicht jede, aber viele Höhlen im Ork-Gebiet oder im quasi Ork-Gebiet haben immer diese seltsamen Räumlichkeiten da drin. Das, woran liegt das? Wer hat die konzipiert? Wer hat die gebaut? Und aus welchem Grund? So, hier haben wir nichts außer einer Truhe. Das sieht schon wieder so verdächtig aus, aber ich gehe mal davon aus, dass wir die Truhe problemlos öffnen können. Mit ein wenig Dietrich-Verschleiß. Hier, die war jetzt ein bisschen härter. Unter haben wir einen Knochenbrecher drin. Zweimal Skelett beschwören und 300 Erz. Und ich höre doch hier doch ein Skelett. Oder sowas in der Art. Hier knittert und knarzt doch irgendwas. Tatsächlich, coole Sache. Vier Stück. Da kann ich die erstmal weglocken? Nicht so ganz, ne? Hm. Ich will natürlich nicht, dass die Jungs jetzt hier despawnen. Aber Skelette sind halt schon mal eine andere Hausnummer. Da donner ich mir doch mal kurz zwei, drei Tränke rein. Damit wir da auf jeden Fall besser vorbereitet sind drauf. Ich kann jetzt schwer sagen, ob hier immer vier spawnen. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Es kann aber auch sein, dass jedes Mal ein Skelett spawnt, wenn wir die Truhe irgendwie nicht richtig geöffnet bekommen. So, zack, 1200 EP für uns. Und da ist noch einer. Hey, mein Lieber, stopp. Wo jetzt der fünfte herkam, kann ich schwer sagen. Ich höre doch noch einen. Ha! Der Aufseher! Moment. Danke dir für die EP. Dieser Schlüssel stammt aus der Gruft unter dem Steinkreis und der orkische Talisman. Ja, also die sind quasi von unter uns. Ich höre noch einen Zombie. Scheinbar haben wir, also ich glaube, es sind trotzdem Skelette hier gespawnt.
Aber die haben irgendwie die Unterwelt im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen in Aufruhr gelockt oder geweckt oder geführt oder ne? Und dann ist jetzt hier so ein bisschen die Welt am Untergehen. Ich wollte jetzt eigentlich gar keinen Streit anfangen. Jetzt haben wir halt hier diesen Aufseher, ehemaligen Erzbaron, umgeknüppelt. Oder halt quasi der Aufseher, bevor es hier Erzbarone gab. Sprich der Chef der Kolonie, der halt die dicke Rüstung tragen durfte. Jetzt habe ich alle totgeschlagen. Das war gar nicht mein Vorhaben. Auf der anderen Seite sind wir sehr nah dem nächsten Level ab dadurch gekommen. Ich speichere mal ab und hoffe, dass wir nichts ruiniert haben damit. Ja, wisst ihr was? Wir haben ja den Schlüssel dabei, der sollte ja nicht verschwinden. Dann nehmen wir das jetzt erstmal so hin. Also wie gesagt, entweder sind alle Skelette von da unten irgendwie da durchgeglitscht oder da sind halt ein paar gespawnt und die restlichen, wie gesagt, kamen da halt irgendwie in Zugzwang. Als Rudeltiere haben sie sich dann irgendwie verpflichtet gefühlt, da auszuhelfen. Und der Aufseher ist auch noch mit. Ja, da habe ich dich wohl irritiert, mein Lieber. Da hinten haben wir sogar Beißer. Bei den Jungs müssen wir auch höllisch aufpassen. Die haben einen sehr hohen, sehr hohe Aggro-Range. Aber erstmal Kräuter sammeln. So friedliebend wie möglich. Was natürlich absolute Farce ist. Ich töte ja alles, was sich hier bewegt und atmet. Aber aus Verteidigungszwecken. Ist nicht so, dass ich anfangen würde. Ne? Die meisten Viecher rennen auf mich los. Nur um mich jetzt hier scheinheilig verteidigen zu wollen. So, und die Beißer, die sind auch so ein bisschen Ork-Gebiet only, wobei nee, davon ist ja auch einer. Ja, wie gesagt, im Prinzip ist ja schon ein Ork-Gebiet. Das kann man schon so akzeptieren. Aber eben nur indirekt. Weil da vorne ist ja nochmal ein kleiner Durchgang, wenn man so will. Der dieses Gebiet hier mit dem Aufseher und der Gruft nochmal so ein bisschen abkoppelt oder auskoppelt. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt schon stark genug sind, dann schlagen wir hier erstmal alles zu Brei. Wie können wir denn urteilen oder sonst was über die Mod sagen, wenn wir nicht überall waren? Manchmal muss das eben auch im ersten Kapitel geschehen. Sofern möglich, ja. Und der Kampf in der antiken Arena, der hat uns einige Türen geöffnet. Das muss man wirklich sagen, das Schwert, das wir haben, ist fantastisch. Das ist in Worte zu fassen, wie gut es ist. Es macht zwar jetzt nicht per se den höchsten Schaden, aber dieser Sondereffekt, die Gegner einzufrieren, das kannst du nicht, Gold aufwiegen, das ist Wahnsinn. Und da unten haben wir Varane. Okay. Wie gesagt, wir latschen jetzt hier erstmal quasi wieder runter ins vergleichsweise normale Gebiet, weil hier ist der Übergang sehr, sehr fließend. Also sprich von Varan direkt zu Schattenläufern. Ah, die sind ja gar nichts, komm. Aus dem Weg. Zack. Alle platt. Relativ flott. Ich glaube tatsächlich, in Welt der Verurteilten war hier sogar ein Wolfsrudel statt Warane. Wie es im Original aussieht, kann ich euch schon gar nicht mehr sagen. Ist tatsächlich eine Stelle, in der ich sehr, sehr selten im Spiel bin. Das ist ja quasi hier so ein bisschen hinterm See. Ja, da kann man sich auch großartig umschauen und dann landet man hier. Normalerweise ist man ja höchstens da oben bei der Gruft. Aber scheinbar war ich nicht mal hinterm See. Das ist ja absolut blamabel. Das müssen wir nachholen und können dabei wahrscheinlich sogar recht bald ein Level-Up einfahren. Ja, sogar wirklich bald. Wenn wir dann noch einen Lurker finden oder zwei, dann haben wir es auf jeden Fall. Und das ist schon der erste.
Und eine Blutfliege, das reicht noch nicht. Schaff dich fort! Ja. 200 EP gibt da der gute Mann. Oder das gute Vieh. Und es fehlen noch 250. Also nochmal eine Blutfliege und einen Lurker würde ich nehmen. Aber scheinbar müssen wir uns damit erstmal zufrieden geben. Aber da oben sind ja, wie gesagt, auf jeden Fall noch Gegner. Ich überlege gerade, aber jetzt müssten wir beidseitig den See eigentlich abgeklappert haben. Ich bin gerade wirklich am Zweifeln an mir selbst. Ich dachte, ich wäre hier hinten schon gewesen. Aber dann war das Welt der Verurteilten. Da muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich nichts durcheinander bringe. Das scheint ja doch noch viel zu oft zu passieren. Aber egal, zurück ins etwas düstere Gelände hier. Direkt ist der Boden dunkel. Die Bäume karg. Komplett ohne Grund. Und hier haben wir so einen Unterstand. Ja, das heißt, hier waren mal Jäger. Vielleicht. Lässt sich schwer rekonstruieren. Auf jeden Fall ist hier nichts. Und dahin sind ja noch die Wölfe, die ich vielleicht auch quasi genauso in Erinnerung hatte und sie dann auch nach da hinten projiziert habe. So. Die Jungs haben auf jeden Fall unser Level-Up dabei. Und da ist es auch schon. Nochmal 4 Wölfe. Wir haben wieder 20 Lernpunkte. Level up in 13.500. Also gut, 13.000. Wir haben ja 700, ja. Ist okay. Wenn wir noch ein paar Aufseher prügeln, dann haben wir das ganz schnell. Natürlich gibt es den nur einmal. Aber ein paar starke Gegner, gerade Richtung Orkgebiet, machen es einem ja dann doch auch einfacher. Also ne, so ein paar Skelette, Schattenläufer. Untote Schattenläufer, da geht es dann ganz flott. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Denn hier sind wichtige Pilze. Nährstoffe, die der Körper braucht. Da gibt es keine Ausrede. Fliegende Steine. Höchst seltsam. Und jetzt sind wir quasi hier drüber. Ne? Da unten ist dann ne, Kavaloran und so. Das ist quasi die Wiese oben drüber. Und hier ist zum Beispiel auch wieder, also nicht per se ärgerlich, aber hier ist wieder nichts. Also hier hätte ich halt schon ein paar Gegner platziert. Ne? Weil es bietet sich halt irgendwie an. Hier ist alles extrem verwinkelt. Ne? Gothic 2 macht es da logischerweise als Nachfolger auch. Ja, besser ist natürlich wieder eine. Liegt im Auge des Betrachters, aber da ist es viel vollgestopfter. Also da sind die Wälder. Also da kannst du wirklich. Ich sag das ja, ne? ihr kennt es ja, wenn ich da anfange drüber zu reden, wenn ich in Korinis oberhalb beim Leuchtturm in den Wald renne, da würde ich wetten, dass ich immer noch, nach was weiß ich wie vielen Spielen, noch kleine Gegenden finde, bei denen ich noch nie war. Weil der Wald ist da hinten so groß und so verwinkelt. Und dann hätte ich, wie gesagt, hier einfach noch ein paar Wölfe irgendwo hingeklebt oder so. Dann sind wir quasi da vorne links unter uns. Da sind ja dann quasi die Fanatiker zu Hause. Da haben die sich ja eingenistet. Aber hier haben wir jetzt keinen Zugang. Ja, wie gesagt, hier oben ein paar Warane, ein paar Wölfe. Im Hauptspiel wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Aber da ist die, wie gesagt, finde ich, da ist die Verbindung in der Spielwelt nicht so ganz geglückt. Also wären da von Kavalon aus irgendwo ein, zwei Mole Rats sichtbar gewesen. Dann ist dem Spieler klar, okay, da kann man hoch, weil da kann man, ihr habt ja gesehen, da kann man relativ einfach auch hochlaufen. Aber es sieht halt einfach so leer aus und dann hast du einfach den Eindruck, dass da gar nichts ist. Und da oben dann quasi schon der Dekorationsteil der Spielwelt beginnt. Dabei geht es hier hinter einfach hoch bis zum Orkgebiet. Da unten haben wir zwei Beißer. Die werden die ersten Opfer darstellen in der nächsten Folge. Die werden wir umprügeln. Ich gucke mal, was ich mit den 20 Lernpunkten mache. Ich bin hier wirklich versucht, habe ich schon in den letzten Folgen erzählt, jetzt ein bisschen Geschicklichkeit mir anzutrainieren, damit wir dann auch die Schmiedekunst vollständig auskosten können. Ansonsten, wir sind Level 19.
Vielleicht sind da noch Level 20 drin, aber ich glaube es eher nicht. Bevor wir dann einer Gilde beitreten, es wird wie gesagt das alte Lager sein, zu 99% Wahrscheinlichkeit. Genau. Das heißt, die ganzen Quests lassen sich dann wohl oder übel erst im zweiten Kapitel weiterverfolgen. Oder zumindest wäre es sinnvoller. Wobei ich ja mit der seltsamen Höhle noch nicht so ganz weiß. Also ich weiß, dass wir da auf jeden Fall noch Hauptquests mehr oder minder mit Melkor und den Minengardisten haben werden. Gerade weil wir denen ja uns auch anschließen werden. Wir werden ja das alte Lager nur jetzt übergangsweise uns als unsere Heimat bezeichnen. Deswegen die seltsame Höhle behalten wir uns auch mal im Hinterkopf für die Questreihen dann bei den Minengardisten. Die seltsame Erforschung, das ist so eine Sache. Vielleicht finde ich ja den Einschlag von dem Katapult, wenn ich jetzt noch so ein bisschen reinlunz ins Orkgebiet. Aber wie gesagt, da sind ja die Gegner eigentlich also machbar, aber ich will eigentlich da jetzt nicht so provokant alle Orks umbringen. Das wird noch früher oder später passieren. Genau, Chromalin-Quest, da habe ich auch nicht vergessen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hängen ja viele weitere Quests irgendwie miteinander zusammen. Aber nun gut. In der nächsten Folge, wie gesagt, geht erstmal noch ein bisschen die Erkundungstour weiter, bevor wir dann uns im alten Lager wieder einfinden und dann erstmal das erste Kapitel so langsam aber sicher hinter uns bringen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss!